Hallihallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Torchlight 2. Ich darf wieder mal von vorne beginnen, aber ich bin diesmal nicht alleine. Ich habe jemanden mitgebracht und zwar meinen lieben, lieben Max. Hallo. Hallo, nämlich den lieben Max von Simply Awesome. Ich freue mich riesig. Ja, ich mich auch. Hallo ja. An der Stelle von mir. Die Leute, die das auf meinem Kanal sehen werden, herzlich willkommen zu Let's Play Torchlight 2 mit der guten Manuela von Xaria. Xarias Welt heißt es mittlerweile. Das richtig. Ist richtig, genau. Ja. Ich habe es ja einmal geändert. Yay. Richtig, genau, von Xarias Welt. Und wir spielen Torchlight 2 zusammen. Das ist so ein Diablo-Verschnitten. Wir sind beide gerade in der Charakterstellung, ne? Das ist richtig, genau. Ich glaube, ich werde ein Glutstein-Magier-Rin. Ich glaube, ich werde ein Ingenieur, weil der einfach nur hart geil aussieht. Ich finde cool. Den so Hammer. Ich muss nur gerade die Frisur ein bisschen modifizieren und... Für alle, die bei mir vielleicht so ein bisschen mitgeguckt haben bei Torchlight 2, wir beginnen jetzt einfach von vorn, weil es lustig ist. Und weil ich von vorn beginnen muss, weil da irgendwas, ich weiß es nicht. Ja, technische Differenzen. Jetzt, ja, es ist interessant. Wir probieren mal, ob es meinen Namen noch gibt. Aber wahrscheinlich nicht. Gucken mal. Ja. Doch, den gibt's. Ja, wunderbar, dann... Hast du schon auf den grünen Pfeil geklickt? Noch nicht. Ich muss mir noch ein Tier auswählen. Ach so, das muss ich auch noch. Stimmt. Genau. Und das Lustige ist, ich habe einen vorgeschlagenen Namen und der heißt Dofi. Das war ich aber wirklich nicht. Das war schon so. Ach ja, mein vorgeschlagener Name heißt Professor. Was nehme ich denn? Also die Kopfkrabbe ist ja auch ein bisschen lustig, ne? Ist eklig. Weißt du, woher die ist? Nee. Die ist aus Half-Life. Ach. Ja. Aber die ist echt eklig. Die nehmen wir nicht, oder? Nee, aber das Alpaka sieht hart cool aus. Oder der Panther. Ich finde, Alpaka sind richtig, auch richtig süß. Obwohl, wenn ich schon einen auf Englisch Gentleman mache, dann nehme ich, glaube ich, die Bulldogge. Ja. Ich glaube, was nehme ich hier? Da so ein Hündchen? Na, ein Frettchen? Da möchte ich aber auch nicht. Ich nehme eine Eule. Ich glaube, das passt ganz gut. Aber Dofi ist irgendwie gemein, oder? Wieso? Wie nenne ich denn das Viech jetzt da hier? Oh Gott. Was hast du jetzt ausgewählt vom Tier? Eine Eule. Eine Eule, dann nennen sie doch Hedwig. Das ist so. Ah, das ist cool. Hallo, mein Name ist Harry Potter. Yay. Und willkommen zu Jackass. Nein, eine Schwierigkeitsstufe. Ach so, ja. Normal. Ja, weil leicht ist ja. So, Internet. Oder? Ja. Eine Partie übers Internet, ja. Runic Login. Oh Gott. Also, Freund hinzufügen. Wie heißt du nochmal? Sag ich dir jetzt gleich. Ich muss nur gucken, dass ich mich hier einlogge. Ja. Xaria, eigentlich. Ganz normal. Okay, mit H am Ende. Mit H am Ende, genau. So, Freunde, Xaria. Oh, hast ich du kann, ich schon? Kann, ja, ich kann dir die Freundschaft kündigen. Das ist ein bisschen. Das wäre aber fies. So, nach dem, was wir durchgemacht haben. Ja, so, ich sag jetzt einfach mal Partie erstellen. Ja, genau. Schwierigkeit normal. Mhm. Maxi Spielerzahl mache ich jetzt einfach mal auf 2, damit keiner. Genau, das. Damit uns hier niemand da und so. Ne? Richtig, so 1, 2, 3, 4, 5. Also ich mache auch ein Passwort, damit hier nicht jeder Deppes reinkommt. das Let's Play Duo. So, ich habe eine Partie erstellt. Okay, ich mach mal hier da. Genau. Refresh. Ah, hier. Das Passwort ist 1, 2, 3, 4, 5. Das ist unknackbar. Oh, ein Intro. Was man eh nicht hört bei mir. Kennwort. 1, 2, 3, 4, 5. So. Ich überspringe das Intro jetzt einfach mal. Mhm. Frech wie ich bin. Ah, die Musik ist schon richtig dramatisch da hier. Also ich muss sagen, ich habe das Let's Play ja bei dir auch geschaut und ich finde die Musik in dem Spiel eigentlich total cool. Ich auch. Aber weißt du, ich würde das Spiel irgendwann gern mal zu Ende spielen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Oh Gott. Es stört mich ja gar nicht so von vorn zu beginnen. Und vor allem mit einem neuen Charakter. Das ist eigentlich eh ganz okay, aber... Ja. Ich würde gerne mal ein bisschen weiterkommen, weißt du? Ja. Oh, du bist im Gebiet beigetreten. Ich kreise um dich. Yay.
Bin ich da, bewege ich mich? Ja, ich, für mich? Ja, du bewegst dich sehr gut. Ich bin ein Gentleman mit der Rohrzange. Ich muss jetzt nur gerade mal probieren. Ach, mit der rechten Maustaste ging das, okay. Weil das ist bei mir schon ein bisschen her. Ah, okay, ja gut. Gut, okay. Ich spreche mal hier vorne an. Ja. Warnte die Esterianer. So. Für mich ist hier Ende, ihr müsst weiter zur Enklave, aber jetzt von ihr seid ihr auf euch gestellt. Sagt ihnen, was der Alchemist Torchlight zerstört hat und warnt sie, denn er ist auf dem Weg zu ihnen, wenn er nicht schon dort ist. Machen wir, oder? Natürlich, wir machen alles. Kriegen wir das hin? Ja, easy. Easy peasy, haben ja auf normal. Ja. Oh, eine Truhe. Ich habe gelernt, in so Teilen sind Truhen ganz wichtig. Ja, wir machen das gewissenhaft und anständig. Ja. Ich bin ja sehr gewissenhaft bei sowas. Ja, das kann manchmal auch anstrengend werden mit mir. Ach. Das kriegen wir schon. Oh, hier ist ein Dicker. Aber den habe ich schon getötet. Was hast du eigentlich für eine Waffe an? Ich sehe es gar nicht. Was ist denn das? Ein Schraubenschlüssel. Maschinenmeister Schraubenschlüssel. Er heißt sogar Maschinenmeister Schraubenschlüssel. Ach, wie cool ist denn das? Okay, er macht nur 27 Damage, aber das... Ja, das kommt schon noch. Huch! Guck mal hier. Putz! Und alle tot. Also ich mag das den... Das reicht. Also ja? ich mag hier den Ingenieur. Der ist so ein bisschen auf Nahkampf. Ich bin ja eher so hinterlistig aus der Ferne immer. Ja, in WoW spiele ich ja auch eigentlich als Mainenjäger. Oh, ich habe Level 2. Ui, ich auch. Nachmacher. Ja. Entschuldigung. Oh, entschuldige. Hast du... Ihr habt mir das Leben gerettet. Ich dachte schon, diese Rattlinge wären mein Ende. Achso, wir können jetzt eine Belohnung auswählen. Ach, cool. Ne? Was ich richtig cool finde... Bei Torchlight 2, du kannst deinen Begleiter in die Stadt schicken, um da hier Gerümpel aus dem Inventar zu verkaufen. Und du kannst dem auftragen, dass er dir Tränke oder irgendwas mitbringen soll. Echt? Das ist ja cool. Das ist richtig cool, ja. Und du kannst dem auch verschiedene Halsbänder und so weiter anziehen, dass der da hier verstärkte Attribute hat. Okay. Der kann auch Skills lernen. Ach ja, das ist ja... Sehr fein. Ja, das ist ein richtig ausgefeiltes System, doch. Ja, das ist für Faule. Das ist richtig für mich, weil ich renne da lieber wochenlang mit einem vollen Inventar herum, bevor ich einmal in die Stadt zurückgehe und verkaufe. Ja, gut. Also ich muss sagen, das hat mich auch immer so an Diablo aufgeregt, dass du einfach, wenn das Inventar voll ist, musst du erstmal zurück. Mhm, das nervt. Da ist man gerade so schön im Gemetzel. Ja. Und da musst du da... Ui, da oben wuselt's. Oh, sehr schön. Ich habe übrigens jetzt keinen Schraubenschlüssel mehr, sondern ein dickes Breitschwert. Schick. Oh, ich sollte auch mal meine neue Waffe anziehen, gell? Wäre bestimmt schlau. Ja. Oh Mann. Diese Frau. Ach, das ist doch alles. Ist doch alles in Ordnung so. Ich habe gerade noch. Ich habe eine Feuerbüchse gefunden. Sowas kannst du nicht gebrauchen, ne? Du bist eher so der Heiler. Der Magier. Ich bin der Magier. Ja. Rin. Magierin, Entschuldigung. Ich bin ein Mädchen, guck mal. Ja. Huch. In Deutschland ist das mit der Emanzipation noch nicht so angekommen, deswegen. Ach so. Spaß. Ich glaube, wir gehen wieder zurück gerade. Ich glaube auch, ja. Moment. Ja. kurz überlegen. Oben rechts ist eine Minimap. Ja, wir gehen zurück. Lass uns aber ich habe es schon geschafft, trotz Minimap mich zu verlaufen, also von dem her. Ich habe, das ist irgendwie ganz lustig, ich habe noch zwei, drei Let's Player, die ich aus dem Let's Play Forum kenne, die haben einen Orientierungssinn wie nasser Schwamm, das ist echt ich heftig. Ich aber auch. So, ich habe da überhaupt kein Problem mit. Ach, sei froh. Ja. Ich bewundere das immer, wenn ich da jemanden zugucke beim Let's Play oder so, wenn ich Videos schaue, denke ich mir, wie hat sich der den Weg jetzt bitte gemerkt? Das gibt's doch nicht. Ja. Da muss der hier ja was rausgeschnitten haben, das kann ja nicht wahr sein. Aber es gibt echt Menschen, die merken sich sowas. Achso, ich muss mal gerade, ich habe jetzt irgendwie Fähigkeiten bekommen, da muss ich mal ganz kurz... Achso, ja. Achso, da kann ich jetzt... Ah... Attributspunkte und hier da Skills. Du bist ja eh so mehr so der Mitstieler, ne? Ja. Ja, gut, dann mache ich mal so einen auf Tank. Ja, mach das mal. Ich überlege gerade, ich glaube, ich bleib bei Feuer. Das habe ich eigentlich nie. Ich mache mal irgendwas ganz was Neues, also nämlich Feuer. Achso, ich habe auch hier Attribut. Okay. Okay, das ist ja sehr interessant hier.
Also das System ist schon echt cool. Ich finde es richtig cool, weil wenn du rechts, also auf der rechten Seite bei den Fähigkeiten reinschaust, da hast du dann noch Unterteilungen drin. Ja, ja, richtig. Ich habe einmal so Blitzfähigkeiten, das ist dann für Damage, Konstruktionsfähigkeiten, das ist dann mehr so auf Support, da kann ich hier so heilen und sowas, und Aegis-Fähigkeiten, das ist halt richtig tanky und sowas. Also das ist schon cool. Es macht schon richtig Spaß, muss ich sagen. Ja, ja. Es ist ein bisschen irgendwie, man merkt so mehr das, was bei rumkommt, als bei Diablo. Stufe 3. Ah, scheiße, ich brauche auf jeden Fall noch später dann ein Schild. Ich kann ja gucken, falls ich eins aufhebe, ob ich dir das irgendwie... Ich habe eins. Was? Herzhaft. Ohne Scheiß, wie kann ich denn dir das geben? Kann ich das einfach rausschmeißen? Warte mal. Siehst du das da liegen, das Faustschild? Nee, leider nicht. Okay, Schade. Nicht schlimm, dann... Oder ich versuche dich hier mal anzuhandeln. Geht das da unten? Handeln, guck mal. Schlägt dir ein Handel vor? Ja, das gehen wir mal ein. Das probieren wir jetzt gleich mal, das habe ich noch nie probiert. Ah, okay, und jetzt muss ich... Ja, ich habe ein Schild. Yay, mit einer Widmung von mir. Ja. Ist da... Jetzt bin ich verwirrt. Widmung? Da ist nichts... Ja, da steckt ganz viel Liebe drin. Ah, okay, ja gut, das merkt man. Ich habe direkt mehr Leben. Das siehst du. Ja, ja. Ich habe jetzt keine Waffe mehr, aber ich habe ein Schild. Also ich kann tanken. Ach, hast du keine Waffe mehr an jetzt? Ja, warte mal, ich muss auch mal ganz kurz hier jetzt den Schild... Ah, du hast bestimmt einen Zweihänder da hier. Ja, ja, ich habe einen Zweihänder... Ich hab auch noch einen Hammer. Also das geht schon, weil du machst ja Damage. Okay. Und guck mal hier, ich kann hier einfach so. Wegbashen. Kostet zwar irre viel Mana, aber... Irgendwie mache ich ja trotzdem noch ein bisschen Schaden. Heiltrank. Gut zu wissen, dass noch jemand durchgekommen ist. Jovio. Wir sind's. Aber das läuft jetzt echt gut gerade. Ich darf's gar nicht verschreien hier. Nee, einfach mal dreimal auf Holz klopfen und sich freuen, dass es funktioniert. Aber das ist so typisch, wenn ich irgendwas beginne, dann geht... Du kannst angeln übrigens. Ach so. Ja, da ja, kannst du dir grad Verzauberungen rausziehen. Also jeder Fisch hat irgendwie eine eigene... Ja. Ich glaube, ich habe Fähigkeit. Ich habe nichts gefangen. Wie funktioniert? Ich muss da wahrscheinlich drauf drücken, wenn das dann ganz in der Mitte ist. Ne? Genau, wenn es ganz in der Mitte ist, dann leuchtet es kurz so rosa oder lila auf und dann musst du drücken. Ja, ich habe sogar was gefangen. Da braucht man Geduld. Ja, ich gehe auch privat öfters mal angeln. Also, so. Ah, okay, du hast auch im Inventar eine Unterteilung. Das ist ja auch cool. Genau, und da kannst du dann deinem Begleiter quasi den Fisch verfüttern und der Begleiter verwandelt sich dann in irgendwelche Kreaturen, die dann wieder Skills Was haben und Fähigkeiten. Hölle? Und ach Gott, frag mich nicht. Siehst du meinen Begleiter? Wo ist er? Hier. Was ist der Zombie-Hund oder so? Ja, irgendwie sowas. Süß. Ja, niedlich. Ein Zombie-Hund. Der ist aber niedlich. Okay, hier haben wir Lager, das ist schon mal ganz gut. Es gibt lustigerweise ein gemeinsames Lager. Aber wenn ich da was reinlege, siehst du das nicht. Also ich glaube, das betrifft jetzt nur meine Charaktere. Ah, okay. Wahrscheinlich. Okay. So, hier oben geht's weiter. Ah, wunderbar. Oh, das ist viel zu viel Text, aber ich kann mir einen zweihändigen Hammer... Es gibt Belohnung. Oh, ich habe zwei Zauberstäbe an. Das ist ja interessant. Was? Jupp. Okay. Ja, wenn, dann richtig, oder? Genau. Hier, guck mal. Ach ja, cool. Ich finde die Musik so geil. Die Musik ist echt wahnsinnig. Ich lege jetzt trotzdem, solange ich noch keinen guten Einhänder habe, lege ich jetzt nochmal den Zweihänder an. Wie gesagt, ich hätte einen Hammer, wobei ich aber nicht weiß... Ich zieh den gerade mal an. Ach, der ist für eine Hand. Willst du den haben? Oh, das wäre super. Das wäre echt total dufte. Ja, Handel. So. Oh, das ist
ganz lieb. So, jetzt kann ich nämlich bitteschön. Schild und Einhandhammer. So. Ah, schön. Ja. Das ist doch ein Träumchen hier. Ein Träumchen, da unten ja. Haben wir noch ein Quest. Das nehmen wir auch mit, oder? Wow, Hilfe. Wow. Irgendwie hat sich gerade bei mir Torchlight blamiert. Oh nein. Ich warte auf dich. Okay, jetzt hat sich mein Windows aufgehangen. Nein. Warte mal. Wir kriegen das hin. Aber ja. Im schlimmsten Fall, wir sind gerade idealerweise bei 15 Minuten Aufnahme. Wir könnten die Folge theoretisch jetzt beenden, dann könnte ich die Probleme beheben und dann könnten wir weitermachen. Wollen wir das? Dann machen wir das, dann beenden wir die Folge einfach. Ja, dann ja. Sage ich hier an der Stelle Danke an dich in erster Linie und bitte. Danke an die anderen, dass sie zugeschaut haben. Es geht morgen, ich bin wieder da, aber wir können ja trotzdem, jetzt haben wir schon mal angefangen. Dann geht's trotzdem morgen weiter. Ja, morgen okay. Geht's auf jeden Fall weiter. Ich bedanke mich recht herzlich bei der lieben Manu von Xarias Welt. Schaut bei ihr vorbei. Sie ist auf jeden Fall unten in den Kommentaren verlinkt. Lasst ihr ganz viel Liebe und ganz, ganz liebe Kommentare und Abos da. Sie hat es echt verdient. Sie gibt sich so viel Mühe. Und sie verdient größten Respekt, so viele Let's Plays und mit so viel Begeisterung zu machen, obwohl sie Mutter ist. Also da ziehe ich echt meinen Hut vor. Oh, das ist süß. Dankeschön. Ja, bitteschön. Dankeschön. Und dann sehen wir uns morgen. Tschüss. Ja, tschüss.